Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Quent mit Paxis. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht sogar die Sanitäterin rausnehme. Jetzt, wo ich eine Neke habe und den Baron, habe ich zwei Heiler oder zwei, ja doch, zwei heilende Karten, die direkt aussuchen können, welche Einheit sie aus dem Friedhof wiederholen wollen. Da brauche ich vielleicht die Sanitäterin gar nicht, weil die ja nur zufällig irgendwas auswählt und ich die halt auch relativ oft am Anfang vom, also wenn ich sie am Anfang auf der Stadthand habe, ablege. Ich glaube, es gibt einfach niemanden mehr, der Rang 7 hat, oder? Deswegen kriege ich jetzt immer Rang 9 oder so. Fehlt nur noch, dass ich Rang 10 bekomme. So, Tagesanbruch zweimal. Sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, Tagesanbruch brauchen wir auf jeden Fall nicht zweimal. Das können wir vielleicht einmal behalten, aber Natalis, haben ziemlich viel zum Boosten und wir haben keinen Rausch. Das heißt, wir müssen eigentlich noch ablegen. Legen wir den mal ab. Natalis gefällt mir in der Konstellation fast besser als zweimal Donnerdrang. Jetzt haben wir halt die Sanitäterin und die brauchen wir eigentlich wieder nicht. Deswegen würde ich die sogar mal ablegen und hoffen, dass wir den Adrenalinrausch bekommen und nicht einen zweiten Hexer. Oh, das ist bitter. Das ist leider bitter. Aber ich muss eigentlich versuchen, den... Okay. Ich muss eigentlich versuchen, die Runde zu gewinnen. Damit ich halt keinen Adrenalinrausch brauche. Interessant. Los jetzt! So, jetzt gehen wir die Runde ab, das reicht aus. Passt auch, okay. Haben wir halt einen Hautigen rausgehauen, das macht aber nichts. Hauptsache, wir haben die Runde gewonnen, wie gesagt. Weil wir haben jetzt gar nicht mehr so viel zum Boosten, fällt mir gerade auf. Ah, Adrenalinrausch, gutes Backup. So, und wenn ich jetzt halt die Sanitäterin hole, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Jäger ziehe, ziemlich unwahrscheinlich. 1 zu 4. Ich kann nicht mehr. Von mir aus. Kombo verstehe ich noch nicht ganz. Ich meine, er hat auch super selten Plätze auf der Stadthand. Und dann mit Mutter gehen geben, okay, geil, toll, und? Was soll das jetzt bringen? Ich verfüttere dich an die Krähen. Alles in Ordnung? Beißender Frost. Na, zum Glück habe ich meinen Tagesanbruch drin. Eigentlich wollte ich den einsetzen, um was zu rufen. Schade. Wäre ich wohl doch zuerst das spielen. Was willst du von mir? Aber es wird knapp. Ich meine, ich habe halt den Adrenalinrausch, also die letzte Runde, aber die erste Runde wird schwer. Ich kann die Elbe-Einheit zerstören mit Igni. Ach, zerfetzen. Was für ein Lacker, ey. Fuck. Das war's eigentlich schon. Wir haben keine Karte mehr zum Doppeln. Wir haben eigentlich schon verloren. Leider. Dunkle Wolken sammeln sich. Vielleicht schaffen wir es halt, wenn wir in der letzten Runde dann halt... Aber wahrscheinlich hebt die sich einfach für die letzte Runde eine Goldkarte auf oder gibt die jetzt ab oder keine Ahnung, irgend sowas. Ach nee, wir haben ja die Runde, die erste gewonnen. Also, okay. Aber wir können halt nichts mehr doppeln, das ist halt zum Kotzen. Das ist halt zerfetzt, das Spiel hätte ich halt nie gedacht. Aber ich hätte eh nichts dagegen machen können. Alles in Ordnung. Aber ich werde wahrscheinlich verlieren. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwie gewinne. Alles in Ordnung?
könnten Plätze zerstören, aber sobald ihr eine Goldkarte ausspielt, kommt es halt wieder. Kannst du dir schenken, Deune. 33er auf 1 reduzieren wäre noch möglich jetzt. Reihen schließen! Ich wusste ja gar nicht, dass man den Effekt auch so einsetzen kann, aber egal. So, wenn ich die 11er Einheit kaputt mache, wenn ich jetzt die 10er nehme, dann senken wir das auf von 33 auf 1, 2, 3, 4, 14, 21. Wenn wir die 11er Einheit kaputt machen. Bringen wir es hinter uns. 28, 42. Die 17 bekommen wir auf 1, 2, 3, 4. 5, 15, dann machen wir nur 2, gut, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. 1, 2, 3. F, 12, 13, 21, dann machen wir einen Punkt, gut. Das reicht einfach nicht. Hätte ich mir auch Igni für die letzte Runde aufheben können, ich Vollidiot, fällt mir gerade so ein. Das sind ja nochmal 8 Punkte mehr. Naja, egal, ich verliere eh. Aber mal gucken, ob die 8 Punkte gereicht hätten. Bist du sicher? Ich würde es ja anders machen. Tod den Menschen! Noch nie jemanden verletzt. Nö, hätten nicht gereicht. Schade. Ach Moment, die Sanitäterin. Die habe ich halt schon wieder nicht gebraucht. Ich nehme die jetzt aus meinem Deck raus. Brauche ich halt wirklich nicht. Krass, wir haben jetzt echt 25 Karten, das ist heftig. Das ist echt heftig. Ja. Ziemlich reduziert. Die einzigen interessanten Karten sind halt entweder noch Goldkarten. Kann ich nicht reinnehmen, ich kann noch 4 reinnehmen. Oder Silberkarten, kann ich reinnehmen, kann noch 6 reinnehmen. Von daher gibt es eigentlich keine wirkliche Bronzekarte, die ich unbedingt brauche. Klar, ein Blitz kann manchmal geil sein, Zerfetzen kann manchmal geil sein, aber das ist nichts, was wirklich immer spielentscheidend ist. Infanterie, eine Neke, ein Hexer. Adrenalinrausch. Ich glaube, das reicht so. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe hier einen Euro liegen, das ist nicht gut, weil das könnte dazu führen, dass ich auf meinem Glas nicht mit dem Euro spiele. Das hört man dann halt wahrscheinlich, weil es ziemlich laut ist. Ja, das hört man. So, wir haben leider keinen Tagesanbruch, aber dagegen können wir jetzt erstmal nichts machen. Boah, vor allem wenn wir dann die Karten aus dem Deck ziehen, die zwei, dann reduzieren wir ja das Deck direkt nochmal. Wir bekommen da so einen Speed rein. Aber das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Dead Draw, also nochmal Adrenalinrausch zu ziehen, etc. Ja, wie gesagt, wir haben leider keinen Tagesanbruch. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Oh, das ist ja beides beschissen, ey. Alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Macht die immun gegen Frost, verringert die Stärke einer gegnerischen
Einheit um 3 und stärke alle anderen Einheiten. Ja. Danke, dass du diesen Effekt ausspielst. Er kann ihn ja auf Garantie nicht nochmal wiederholen. Also er hat gerade zwei richtig geile Karten. Also entweder hat er einfach mal das absolut megamäßige, krasse Deck und einfach nur die absolut krassen Karten auf der Hand, dass ich sowieso jetzt sterbe. Oder er hat gerade zwei richtig geile Effekte eingesetzt. Ja, da ist wieder der Adrenalinrausch und ein Tagesanbruch. Danke, das ist gut. Schauen wir mal, wir haben jetzt zweimal Rausch. Aber wir müssen erstmal die Runde gewinnen, das ist schon schwer genug. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Das Schöne ist, er hat halt nicht den Dagon, also er hat jetzt nicht... Also er hat einen Wettereffekt weniger, okay. Er könnte Art haben und die nach hinten schieben. Muss er aber erstmal drauf haben. Ich glaube aber, Tagesanbruch macht direkt Sinn, oder? Bevor der Typ da auf 7 geht. Aber dann habe ich halt echt nichts mehr. Aber er wird ja nicht nochmal irgendwas haben, was beide Reihen kaputt machen kann. Ich mach's direkt. Nochmal Nebel. Tagesanbruch, ein drittes Mal Tagesanbruch? Au, es ist ja fast besser, den Jäger wiederzuholen. Vor allem, wenn er ihn zerstört hat, dann heißt es, er hat Angst davor. Och, wie oft hat er denn den Scheiß drin? Das gibt's doch nicht, ey. Wann haben denn die alle solche Vernichtungsscheißkarten drin, ey? Manticore-Gift und dann noch den Blitz. Was zur Hölle? Stimmt, hat er nochmal Frost. Sonst hätte doch das Mantigorn-Gift. Okay, das ist interessant. Wir nehmen natürlich beide Infanteristen mit. Wieder, es war wieder mal, das ist wieder so eine Situation, wo Befördern halt mega geil gekommen wäre. Aber Befördern ist halt sinnlos. Donnertrank. Können wir zumindest nochmal boosten, das ist doch gut. Sehr gut, jetzt kann ich Schwalbe auf den anderen einsetzen. Wobei er hat wahrscheinlich nichts, um den einen zu zerstören, sonst würde er ja den nicht minimieren. Also wenn er verbrennen hätte oder sowas, dann würde er ja einfach das einsetzen, ja. Oder er trickst mich gerade mega aus, das kann natürlich auch sein. Aber ich gehe das Risiko mal ein. Ja, er wird wahrscheinlich nichts dagegen haben. Schauen wir mal, ob er über 86 kommt. Eisriese. Oh, er hat doch nicht wirklich noch... Scheiße, ich kann Igni nicht sinnvoll einsetzen. Er hat doch nicht wirklich noch... Frost? Das hätte er wahrscheinlich schon eingesetzt, Frost. Er hat nichts mehr, oder? Ja! Nice, gegen Meta-Effekt gewonnen. Sehr schön. Ich spiel gerade den Gedanken, ein drittes Mal Tagesanbruch reinzunehmen. Das würde mir halt rein theoretischerweise schon helfen. Ist fast nie Dead Draw. Oder ich lasse es erstmal weg. Mal gucken. Ah, es ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann mir damit eigentlich nur sinnvoll die Infanterie holen. Ich habe ja keine Sanitäterin mehr drin. Das ist ja eigentlich nicht so gut. Für Menschen ist kein Platz im Brokilon. Tagesanbruch.
Stimmt, die Sanitäterin war halt noch positiv für den Tagesanbruch. Jetzt hole ich mir halt eventuell die Jäger, was ich ja nicht will. Die will ich mir ja nicht ziehen. Maximal die Infanterie. Schöne Kombo wieder. Die Kombo gefällt mir nicht. Donnertrank, Natalis. Tagesanbruch brauchen wir auf jeden Fall nicht zweimal. Lasse ich vielleicht einmal drin. Schwalbe gefällt mir. Wir haben keinen Rausch. Wir müssen also noch eine Karte ablegen. Jetzt ist die Frage, was legen wir ab? Ich denke, ein Donnertrank können wir ablegen. Oh, nochmal Infanterie, da wäre der Donnertrank natürlich schön gewesen, aber egal. Nicht viel übrig von der Welt. Wir haben immer noch keinen Rausch, fällt mir gerade ein, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann... Oh, fuck. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, dass wir... Aber wobei, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich die Runde jetzt abgebe, dann muss er ja noch einige Karten spielen, um zu gewinnen. Wahrscheinlich hat er auch wieder diesen Mutagen-Effekt. Dann kann ich mir eigentlich die restlichen Karten aufheben, würde ich sagen. Oder? Oder? Priscilla noch ausspielen. Wenn ich Priscilla ausspiele, dauert es aber eine Runde länger und er zerstört dann einfach die zwei stärksten Einheiten auf dem Feld. So, jetzt muss er noch einiges überbrücken. Also der Effekt von dem Drache ist einfach mal verpufft, weil ich gebe ja eh meistens aus, gebe ja eh meistens ab, wenn ich die Hexer gespielt habe. Genug mit der Farce. Okay, jetzt gewinnt er halt, aber der Effekt vom Hex, von dem Drache hat halt nicht gefruchtet. Und es ist, er hat jetzt schon zwei Goldkarten ausgespielt. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, er hat nur noch maximal zwei. Jetzt brauchen wir halt einen Rausch, komm schon, wir haben noch zwei im Deck. Okay. Oh. Wenn man ihn mal braucht, zieht man ihn nicht. Verdammt nochmal. Was mache ich denn jetzt? Ich würde sagen, einmal Infanterie, dann die Jäger. Dann rede ich mal in einer zufällig gewählten Reihe eine Kommando 0. Okay. Die kriegen wir leider nicht kaputt. Ah, vielleicht hätte ich einmal Schwalbe ausspielen sollen, erstmal auf Infanterie. Halt durch, mein Lieber. Er spielt Verbrenner auf die Karte, das finde ich interessant. Die hole ich wieder, keine Angst. Siehst übel aus, aber du wirst über. Fällt mir gerade ein, ich muss ja was für die dritte Runde aufheben. Oh Gott, das ist ja eklig. Und dann ziehe ich wahrscheinlich den Rausch nach, weil ich mir jetzt hier gerade alles aus dem Deck rausziehe. Er zerstört die, nicht die Hautigen? Hä? Wieso das denn? Sehr interessant. Jetzt muss ich mir echt einen Kopf machen, was ich behalte und was nicht. Verdammt. Warum zerstört er denn den Neke? Die kann ich doch eh nicht wiederholen. Was hat er denn jetzt vor? Deine Tricks kannst du dir schenken, Deune. Ich bin echt gerade ein bisschen verwundert. Ich kann nicht mehr. Das wird schwer. Ich habe kein gutes Gefühl. Die Decks, die machen mich fast immer kaputt in letzter Zeit, aber muss überlegen. So, bevor er doch noch zerfetzen oder so einen Scheiß ausspielt. Oh nein! Zum Glück habe ich noch einiges, aber trotzdem ist das eklig, ey. Gucken wir mal, was uns Priscilla bringt. Bist du sicher? Ich würde es ja anders machen. Karten verbergen. Da kriegen wir jeweils nur plus 3, wenn wir die verdoppeln. Wenn wir die verdoppeln, plus 4. Da sind wir bei 12, 5,
10, 17. Also soll ich eigentlich das Horn hier drauf spielen? Ach nee, hier bekommen wir 16, aber egal, hier haben wir ja trotzdem 17 bekommen, das ist ja trotzdem besser. Uns alle erwartet der Tod. Halt durch, mein Lieber. Er vernichtet die, hä? Wieso das denn? Ich verstehe es gerade immer noch nicht, was er hier vorhat. Jetzt haben wir ja noch so im Friedhof, jetzt haben wir nur die drei, okay. Aber gut, ich kann die halt in der nächsten Runde nicht mehr holen, aber trotzdem. Muss ich kurz überlegen, wie ich das am besten spiele jetzt. Wir haben noch einen Donnerdrang. Ich überlege halt, ob ich jetzt verdoppel und den Donnerdrang quasi aufhebe, falls er jetzt auf die Idee kommen sollte. Ah, wobei, ich muss überlegen. Wie spiele ich das am besten? Verbrennen bei ihm ist ja weg. Er kann halt noch Igni haben. Na, ich verdoppel erstmal. Zerschmettert das Gewürm! Halt durch, mein Lieber. Zerfetzen macht nichts. 56, 55. Wenn wir jetzt Igni einsetzen, zerstören wir nur da oben in der obersten Reihe eine 6er-Karte. Das ist nicht so geil. Ja, den Donnerdrang muss ich mir mal einsetzen. Was kann die Karte nochmal? Nimm eine Einheit auf deiner Seite, die nicht unnachgiebig ist, zurück auf die Hand. Okay. Es wäre halt geil, wenn wir hier unten in der Angriffsreihe die Dreier steigen würden. Um einen, damit ich da... Okay. Das ist kein gutes Zeichen, Freunde. Ich habe halt Angst, dass er noch irgendeinen Wettereffekt hat. Das ist doch fast immer so. Aber ich denke, selbst wenn ich dann den Tagesanbruch ausspiele, dann würde ich nicht mehr genügend Angriff haben. Das wäre also egal. Ich kann nicht mit Igni warten, aber ich brauche eigentlich mehr Baron für die letzte Runde. Kann mir Baron jetzt nicht ausspielen. Nur Igni macht jetzt Sinn und ich kann die Angriffs... Wir kommen halt den Angriff nicht kaputt. Fuck, Mann. Er lässt es halt unter 20. Wir kommen einfach die Dreier nicht platt. Ich bräuchte jetzt zerfetzen, aber... Ich kann nur die Sechser kaputt machen. Wir sind hinter uns. Bleibt nichts anderes übrig. Und den Baron hebe ich mir auf. Oh, ja, den Baron muss ich mir aufheben. So, wenn er jetzt über 97 kommt, dann herzlichen Glückwunsch. Ach, Spaß. Ja, damit kann ich nicht rechnen. Ich kenne halt die Karten nicht eindeutig. Schrott. Gehen mir auf den Sack, diese scheiß Decks. Wettereffekte gehen mir noch mehr auf den Sack, aber die nerven auch. Oh, ich überlege gerade. Soll ich echt Zerfetzen reinnehmen? Es würde halt echt gut funktionieren gegen das Deck. Wird man viel kaputt machen. Aber diese scheiß Drecks... Kombos, dass sie halt die komplettes Deck leer ziehen quasi, die bekomme ich dann trotzdem damit nicht weg. Ich müsste halt meine Karten schützen, aber Quen und so ein Dreck wegen so einem Scheiß reinnehmen, das bringt nichts, das wissen wir ja. Mal ich wirklich mal Zerfetzen im Deck probieren? Das wird einfach wieder zu selten funktionieren, Zerfetzen. Aber... Volltest
da bringt zerfetzen was. Manchmal was gegen Monster-Decks. Gegen diese komischen Typen bringt zerfetzen was. Und es kann halt, sobald man es gegen mehr als... Also sobald man es gegen 3 einsetzt, ist es schon minus 9. Wenn man es gegen mehr als 3 einsetzt, wird es noch geiler. Es kann manchmal auch so genügend Schaden beim Gegner anrichten. Fuck, man. Manticoren-Gift ist natürlich richtig geil gegen den Gegner, wenn er dann diese 100.000 Karten von der gleichen Sorte draußen liegen hat. Aber das Ding ist, wenn ich das Zerfetzen zweimal reinnehme, das ist dann wahrscheinlich wieder nur gegen ein paar Decks gut, nur zu auf Deathrow sein, glaube ich zumindestens. Wo ist es denn nach hier? Ich probiere es mal zweimal, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber erst beim nächsten Mal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.